Hey Leute, für diese Folge von Macht das Bock wurde mir ein Testmuster von Spider-Man von PlayStation zur Verfügung gestellt. Auf den Inhalt des Videos, das Review oder meine Meinung wurde jedoch kein Einfluss genommen. Vielen Dank an PlayStation und let's go! Verdammt, ist das hoch! Ein Superheld zu sein, ist kein leichter Job. Planen kann man Dinge ziemlich schlecht und pünktlich sein ist auch so eine Sache. In Marvel's Spider-Man tauchen wir in die Rolle von Peter Parker und seinem Superhelden-Alter-Ego Spider-Man, der seines Zeichens Beschützer der Stadt New York und seiner Bewohner ist. Es handelt sich hierbei nicht um eine Origin-Story, sondern wir werden direkt in den Alltag der Spinne geworfen, die sich schon lange in New York etabliert hat und sogar schon einige Superschurken in das Hochsicherheitsgefängnis Raft verfrachtet hat. Die Bewohner von New York kennen und lieben Spider-Man. Na gut, vielleicht nicht alle. Haben Sie nicht zugehört? Es ist seine Schuld! Aber in wundervoll inszenierten Cutscenes kriegen wir eine Spider-Man-Story erzählt, die gleichzeitig nicht nur nah am Zeitgeist ist, sondern sich auch auf die vielen Wurzeln und Anfänge sowie frühere Iterationen der Spinne bezieht. Peter Parker befindet sich in einer neuen Lebenssituation. Er arbeitet nicht mehr beim Daily Bugle, ist nicht mehr mit seiner Highschool-Liebe Mary Jane zusammen und arbeitet nicht nur als Laborgehilfe, sondern auch bei der Obdachlosenstation Feast zusammen mit seiner Tante May. Soweit so gut. Wäre da nicht die andere Hälfte seines Daseins? In Spider-Mans Leben wirkt erstmal alles wie beim Alten. Menschen retten, Verbrecher platt machen und Superschurken in den Knast bringen. Die Story startet mit einem sensationell inszenierten Intro, in dem Spider-Man einen seiner größten Erzfeinde stellt und hinter Gitter bringt. Wilson Fisk, aka der Kingpin, wird zu Beginn der Geschichte aus dem Verkehr gezogen. Und da Fisk nicht nur ein Verbrecherboss, sondern auch ein Geschäftsmann ist, machen sich die Auswirkungen seiner Verhaftung schnell in der Stadt bemerkbar. Denn wenn ein Schurke verschwindet, dauert es nie lange, bis neue seinen Platz einnehmen. So müssen sich Spider-Man und Peter Parker schnell auf mehr Arbeit einstellen und sehen sich mit dem enigmatischen Superschurken Mr. Negative konfrontiert, der die Chance des Verbrecherboss-Vakuums nutzt und versucht, die Stadt an sich zu reißen. Das tut die Spinne jedoch nicht allein. Die Story wird nicht nur aus Sicht des Netzschwingers erzählt, sondern auch durch die Augen von Peters Ex-Freundin MJ, die mittlerweile als Reporterin für den Daily Bugle arbeitet, und den jungen Miles Morales. Wenn euch dieser Name nichts sagt, will ich euch erstmal nichts weiter verraten. An ausgewählten Punkten in der Geschichte wechselt die Perspektive von Action auf Schleichpassagen, in denen wir Spider-Mans Freunde steuern. Hier sehen wir die Geschehnisse buchstäblich aus einem anderen Blickwinkel und nehmen bestimmte Aspekte der Geschichte mit mehr Detail ins Auge. Doch das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem namensgebenden Spider-Man, der sich durch die Stadt schwingt, mit seinem Anzug immer in Kontakt mit Freunden, Feinden und Verbündeten steht und so ständig auf Trab gehalten wird. Die Geschichte, die uns präsentiert wird, fühlt sich an wie eine klassische Spider-Man-Story, die ich mir so auch in der Cartoon-Serie aus den 90ern hätte vorstellen können. Von den vielen Schurken und Storylines kriege ich richtige Samstagmorgen-Vibes. Hier hat das Spiel einfach schon mal alles richtig gemacht. Das Universum von Spider-Man ist so groß, dass die Welt voller altbekannter Figuren ist, die teilweise sehr interessante Neuinterpretationen beschert bekommen, wie zum Beispiel Norman Osborn in der Rolle als Bürgermeister oder Tante May als tatkräftige Sozialarbeiterin. Ohne viel weiteres spoilern zu wollen, kann ich sagen, dass die Story fantastisch präsentiert wird, randvoll ist mit Spider-Man-Lore, einem sensationellen Score und einer Optik, die in mir ein Fernweh auslöst, das nur mit einem Trip nach New York geheilt werden kann. Ach ja. Ihr wollt wissen, wie es sich anfühlt, als Spider-Man durch die Häuserschluchten zu schwingen? Insomniac hat da was für euch.
Oh mein Gott! Es fühlt sich so gut an. Spider-Man ist ein Third-Person-Action-Adventure und lässt unseren Lieblingshelden durch eine große, offene Welt fliegen. Und Mann, fühlt sich das gut an. Insomniac hat es fantastisch hinbekommen, das Schwingen, was sich schon damals auf der PS2 so gut angefühlt hat, zu rekreieren und noch zu verbessern. Das ist das Spiel. Es gibt jede Menge zu tun in New York, aber ernsthaft, wenn euch das Rumschwingen in New York keinen Spaß macht, ist dieses Spiel nichts für euch. Wow. Aber wie könnte es nicht? Mit der R2-Taste schießt Spider-Man seine Fäden an die nächstgelegenen Gebäude und schwingt sich mit Höchstgeschwindigkeiten durch die Straßen. Mit X könnt ihr euch dann noch schnell nach vorne katapultieren. Das geht so schnell in Reflex über, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern sich einfach in die Action wirft. Etwas unglücklich können manchmal jedoch die Landungen verlaufen und auch das normale an der Wand hochkrabbeln war bei mir teilweise etwas hakelig. Aber wenn ihr es richtig hinbekommt, könnt ihr filmreife Akrobatik abliefern, die bombastisch aussieht und echtes Superhelden-Feeling aufkommen lässt. Oh, ist das Ihre Expertenmeinung? Nun, hören Sie mal zu! Genauso sieht es mit den Kämpfen aus. Das Kampfsystem ist in seiner Grundstruktur sehr simpel gehalten. Angreifen mit Viereck, Netze schießen mit Dreieck, Schleudern mit den Schultertasten und Netzshooter-Mods mit R1 abfeuern. Klingt nicht nach viel, doch die vielen Kombinationsmöglichkeiten machen die Straßenprügeleien gegen die verschiedenen Gegnertruppen zu einer wahren Freude. Es fühlt sich an, als ob Insomniac sich eine Liste gemacht hat mit coolen Spider-Man-Moves, die man in so einer Prügelei gerne abziehen würde und hat sie alle in das Spiel eingebaut. Hey, ich will den Typ gerne den Gullideckel da drüben überziehen. Check! Hey, der Typ kommt mir gefällig nahe, den will ich einfach an die Wand kleben. Check! Hey, der wirft eine Granate nach mir, die will ich zurückschleudern. Check! Hey, da hinten hat einer eine Rakete nach mir geschossen. Ich ziehe mich mit meinen Netzen zu ihm und drehe ihm ins Gesicht. Check! Ich klaue dem Typen seine Waffe. Check! Und. Die großen Gangsterprügeleien erinnern an die Spielereihe eines gewissen anderen Superhelden und bringen hier wenig Überraschung. Man hat normale Gegner, die man direkt verprügeln kann, Gegner mit Schild, die man von hinten angreifen muss und dicke Tanks, die man erstmal betäuben sollte. Stellt einen jetzt alles nicht vor eine große Herausforderung. Der Spaß an der Sache ist jedoch, seine ganzen coolen Moves in schneller Abfolge abzuziehen und im Idealfall sogar die Kampfvorgaben mit einzubauen, um extra Boni einzuheimsen. Die Open World von New York ist groß und wunderschön. Die Nebenmissionen bieten hier jedoch auch nichts, was einen groß an die Erde reißt. Collectibles und verschiedene Variationen von Schwingen, die schnell von X nach Y sind, hier an der Tagesordnung. Ebenso wie Türme, um die Map freizuschalten. Durch Ausführen der Nebenmission verdienen wir uns Erfahrungspunkte und Medaillen, mit denen wir nach und nach Fähigkeiten und Anzüge freischalten. Hier lautet die Devise, die Mischung macht's. Verbringt man jetzt 2-3 Stunden damit, Sammelobjekte aufzuheben, kann einem natürlich schnell langweilig werden. Folgt man jedoch dem Pfad, den das Spiel vorgibt, wird hier schnell für Abwechslung gesorgt. In regelmäßigen Abständen folgt nach einer großen Actionsequenz in der Hauptstoryline ein Moment, in dem Peter Parker selbst sagt, man soll sich die Zeit in der Stadt vertreiben und Sidequests machen. Hier ist Zeit, um sich umzusehen, die Stadt zu erkunden, Dinge einzusammeln, bis schnell wieder der nächste Anruf von Yuri Watanabe oder MJ reinkommt. Und dann gibt es noch... Ne? Um Peter Parkers Intellekt auch in das Gameplay einzubauen, gibt es noch kleine Puzzle-Elemente, die jedoch grafisch und spielerisch so auf die Bremse treten, dass hier einfach kein Spaß aufkommt und man diese Momente eher als störend empfindet. Gott sei Dank dauern diese nicht so lange. Das hier ist das wahre Gameplay. Auf dem Spiel steht Spider-Man und ihr bekommt Spider-Man vom ersten Moment an. Zieht euren Lieblingsanzug an, schwingt euch in die Straßen und rettet die Bürger von New York. Ich habe mich jedenfalls sehr mächtig gefühlt und hatte direkt Bock, ein paar Schurken mit meinen stylischen Moves zu verprügeln. Nur ein Tipp. Alles ganz einfach. Achtung! Okay. Das war doch gar nicht so schwer. Okay. Oh. Okay, ganz ruhig und bleiben, Kollege. Okay, vielleicht doch nicht so einfach, wie ich dachte. Schaut es euch an. Die Besonderheiten erschließen sich bei diesem Spiel fast schon von alleine. Von der ersten Minute an erweist sich Insomniac Spider-Man als eine riesige Hommage an den Netzschwinger. Es steckt so viel Detailverliebtheit in dem Spiel.
Seien es die unzähligen Charaktere, die in der Story und den Nebenmissionen auftauchen, oder die Gegenstände in Peters verschollenen Rucksäcken, welche stellenweise an alte Spider-Man-Iterationen erinnern, oder die große Auswahl an Kostümen, die nicht nur an die Filme, sondern auch an die Comics angelehnt sind. Es sind die Easter Eggs, die in der Stadt verteilt sind, wie die Botschaft von Wakanda, das Sanctum Sanctorum, oder New Yorker in Spider-Man-Kostümen aus der Serie. Dieses Spiel ist für die Fans. Die Musik erweckt einen inspirierenden Mut, jedes Mal, wenn man sich von einem Gebäude schwingt. Spider-Man bleibt immer in seiner frechen Art optimistisch, wie man es in den unzähligen Kampfkommentaren zu hören bekommt. Danke! Haben die eine Website? New York wurde so fantastisch dargestellt und es sieht wundervoll aus. Insomniac Spider-Man ist eine Liebeserklärung an diesen Helden und seine Geschichten. Die kleinen Fehler wie klippende NPCs oder unsanfte Landungen verblassen meiner Meinung nach im Angesicht der unzähligen Details und Einspielungen, die Spider-Man-Fans mit Freude quietschen lassen. Ich freue mich drauf, noch viele, viele Stunden in dieses Spiel zu stecken, denn die Balance von Action, Humor und Abenteuer sind Insomniac perfekt gelungen und von mir aus könnte hier für mehrere Jahre DLCs mit neuen Stories, neuen Bösewichten und neuen Helden nachgeliefert werden. Mach immer weiter so und du kommst klar. Kommen wir also jetzt zum Endergebnis. Positiv. Ein großes Open World New York mit viel zu erkunden, ein befriedigendes Kampfsystem, wunderbare Detailverliebtheit und negativ langweilige Puzzle-Minispiele, relativ eintönige Sidequests. Macht das Bock? Oh ja, Spider-Man-Fans werden es lieben. Vielen Dank, dass ihr euch auch diese Episode von Macht das Bock angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir doch gerne einen Kommentar, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt und dann sehen wir uns gerne mal in einem anderen Video. Denn man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke lauert.